Hallo und willkommen zurück. So, Finale. Ziemlich sicher, dass heute die finale Part wird. Monster bekämpfen. Letzte Schlacht, viel Glück, hoffen wir's. Ja. Gegen Tänzer bringt uns die Magie nicht viel, das heisst, wir können sie gegen seine Generäle einsetzen. Der einzige, wo ich jetzt irgendwie wieder Angst davor habe, ist Minotaurus. Er ist irgendwie viel zu schnell. Naja, weißt du was? Gar keine Lust mehr auf die. So. Den können wir den Magier jetzt besiegen, ohne ihr Leben zu verlieren. Oder sollte es zumindest können. Der Pharao sowieso. Gegen das Flammenrad fühle ich mich auch schon um einiges sicherer. Oh wow. Nee. Okay, da hätte er mir eigentlich sollen haben. Zu schnell für Spiele zum merken. Nee. Er ruft dich da oben zur Schanze, komm aber. Toll. Der hat mich wirklich einfach nicht, wenn er so schnell ist. Ich kann die so nicht gut besiegen. Gut, und jetzt noch einmal. Nein, ich würde ihn gar nicht darüber verwischen. Einmal auf richtiger Höhe. Damit ich quasi die Wirbelsform so weit abschwächen kann wie möglich. Das ist nicht die richtige Höhe. Autsch. Das ist auch nicht die richtige Höhe, nur damit ich es gesagt habe. Genau. So, der Werwolf hat nur 3 Leben, da werde ich nicht mal mehr Magie brauchen gewesen. Und 3 Häcksler. Und so gut kann er laufen. So, den wäre als nächstes der Pharao. Springen, aber springen. Okay, nicht springen. Nee. Toll. Der hat mich nicht. Ich kann nicht mehr als nur. Okay, der hat mich verdient. So. Jetzt sind wir das Führrad. Wird wieder lustig. Oh, wo eine Gast zuerst? Oh, toll. Ist irgendwie gerade Hallo? Ist irgendwie noch ein bisschen zu früh. Okay, vielleicht doch nicht. Okay, mach du dann. Kann man noch auf Magie setzen und die ohne Probleme erledigen. Hm.
Okay, einmal darfst du mich haben. Das Zeichen davon. Nicht wirklich Respekt, aber immerhin. Immerhin ein Zeichen. So, den Schlangengottheit. Und am Schluss der Wyvern. Ja, bitte macht aber nicht so lang. Ja, einfach da einen Sturm. Einfach wieder da einen Sturm. Ich hätte auch einen Garant. Komm schon. Meine Blitz bedeutet nichts. Damit ist so schnell. Sind so schön vorbereitet. Probiert das Ganze ein bisschen schneller zu beenden wie beim letzten Mal. Oh je, komm schon. Nö, ja, mit Blitz. Schau andere Methoden, oder? Dankeschön. Wieder knapp gewesen vorne. Nicht Blitz machen. Blitz machen sind nicht gut. Auch nicht gut. Ah, dann bin ich zu weit weggestanden. Jetzt bin ich zu näher gewesen. Ich habe ihn aber keinen Lo, aber. Ja, meiner Meinung nach ist das nicht so. Er ist nicht so gut. Er ist kein gutes Ziel da. Außer wenn man bereit ist, selber Schaden zu nehmen. Den kann es um einiges bringen. Aber kalt so gerade oben runter. Und nachher geht er in so einer Welleförmig wieder rauf. Und es ist ziemlich mühsam, ihn zu treffen. Boah. Wenn jetzt dort die noch verwünscht hätte, die Plattform, dann wäre er hässlich geworden. So, jetzt können wir noch diesen Freund da erledigen. Wyvern Freund. Eisball schießen von mir aus. Das ist nicht der Angriff, den wir sehen. Shit, falscher Knopf gedrückt. Das ist unnötig, was ich jetzt so mache. Immerhin. Wachen ist erledigt. Jetzt geht es wieder gegen den Tansra. Und damit haben wir zwei Versuche. Aber eine mit weniger Leben. Alles in allem nicht gut. So. Zuerst wieder Starfire. Oder Magical Stardust. So. In der nächsten. Hopp. Hopp. Nochmal eine von mir aus. Wenn ich da ohne Schaden durchkomme, habe ich ganz gute Chance im nächsten Kampf. Wenn er jetzt wieder die Richtung gewechselt hat, werde ich nie verstehen. Okay, ohne Schaden komme ich da anscheinend nicht durch. So,
Next. Wenn wir da jetzt richtig haben, den etwa da stehen. Hier etwa da stehen. 3, 4, 5, up. Aha, wir liegen ganz gut im Rennen, hä? Okay, das ist unnötig, aber egal. Ich weiß nicht, ob ich mitgeduckt habe oder nicht, aber anscheinend hat es als Duck gezählt. So, der Teufel ist besiegt. Ich habe gewonnen. My victory! Der Fall am Ende. Ich kenne einfach keine Strategie, wie man den besiegen kann, ohne dass es Schaden endet. Man muss das perfekte Timing haben für die kleinen Bälle. Und das ist so. Keine Ahnung. Und jetzt noch was drucken. So. Sir Livia, ihr wart unermüdlich. Herr, unsere Aufgaben sind eigentlich erledigt. Wir haben lange und hart gearbeitet, um unser Volk zu befreien. Ich bereue es doch ein wenig, dass es unsere Hilfe nicht mehr benötigt. Braucht, okay. Sehen wir uns noch einmal jedes der blühenden Städte an. Ach, so langsam. Wir haben sie ja aufgebaut. So. Irgendwo ist Alia. Dem was Spiel für Credits benutzt. Da, 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 da. So. Das ist Fillmore. Seht, wie die Menschen das Land geräumt und bebaut haben, um dann diese blühende Stadt zu bauen. Ja, eigentlich habe ich alles gerummt. Oh ja, einer der Männer Fillmores konnte in die Zukunft sehen. Er hat uns geholfen, Fillmore zu retten. Er musste letzten Endes sein Leben für seine Stadt opfern. Ich bin aber sicher, dass er das erwartet hat. Alle Menschen werden von Geburt an vom Schicksal geführt. So langsam, es ist viel zu langsam. Ich aber rede jetzt noch ein bisschen weiter, bis er wieder ein bisschen geschnorrt hat. Aber weil die Menschen ihr Schicksal nicht kennen, verstehen sie das, was das Leben bietet, auch nicht. Er redet immer noch, okay, derjenige, der sein Schicksal akzeptiert, der ist auch ein großer Mensch und ein Vorbild für alle. Sinster. Nur wer sich Schicksal akzeptiert. Manchmal sollte man vielleicht auch gegen sich Schicksal kämpfen. Das ist Bloodpool. Weiß sie, ihr es baut.
Der See hat seine wunderschöne blaue Farbe wieder. Ach ja, es gab da einen energischen Jungen, Teddy. Sir Livia und ich sollten zwar alle Menschen gleich behandeln, aber er war ein so netter Junge, dass wir ihm viel Aufmerksamkeit schenkten. Ihr erinnert euch vielleicht, dass die Menschen in Bloodpool losen mussten, um zu entscheiden, wer geopfert werden soll. Okay. Mach ein bisschen vorwärts. Ich sagte es euch zwar damals zwar nicht, aber ich wusste damals schon, dass Teddy freiwillig ging, gezogen werden würde. Okay. Gestaube Zukunft, Lorga. Asandora. Die Stadt, wo für die Pest heimgesucht worden ist. Und die Stadt, wo Musik erfunden hat. Das ist die Wüstenstadt Casandora. Für die Würste ist nicht mehr viel rum. Es ist kaum zu glauben, dass hier mal nur Wüste war. Ja, aber ja. Die Menschen sagten, die Pyramide würde sie anziehen. Wenn das selber leise, den Monitor nicht so viel, so langsam drüber schnorre. Wer da was? Naja, keine Ahnung. Warten wir nur schnell, bis aber ganz oben ist. Aber sollten wir das glauben, die Monster in der Pyramide waren dabei nur die wiedergeborenen Seelen der Menschen, die damals die Pyramide gebaut haben. So, also wissen wir jetzt, dass der Pharao und alle Monster nur Seelen, die zurückgekommen sind. Ihre Seelen blieben zurück und sie lockten die Menschen zu der Pyramide. Aber jetzt ist die Pyramide verschlossen und die Seelen gerettet. Pyramide ist gar nicht mehr genommen, oder? Sie werden als Menschen wiedergeboren. Also gibt es quasi auch dort das Thema von Wiedergeburt. Echt, du gehst zuerst dort rauf. Ich meine, von der Bossorder wirst du stimmen, aber vom Weg her wär's andere weniger weit. Das ist die vulkanische Stadt Aitos. Es ist beeindruckend, dass die Menschen trotz des Lavas hier ihre Häuser gebaut und gewohnt haben. Ja, weil ich es ihnen gesagt habe. Ich meine, schlussendlich bin ich immer nur der Chef da. Ihr Anführer starb vor ihren Augen. Er ist selber schuld gewesen in dem Sinn. Er hätte ja will die Höhle versiegeln, obwohl er eh schon verletzt war. Und wenn den halt ganz umgebracht wärst, dann... Ja, nicht. Ich bin sicher, dass er sein Leben lang den Menschen von eurer Existenz überzeugen wollte. Ich wusste damals schon, dass Aitos zu einer wunderbaren Stadt werden würde. Er ist außerdem auch unter meinen Tränen gestorben, also... Muss man auch sagen, die seinem Geist entspricht. Er haltet sich immerhin kürzer jetzt, der Engel, habe ich das Gefühl. Über die andere Städte, über die alte Stadt nicht mehr so viel zu sagen. Das ist die Dschungelstadt. Das heißt jetzt immer so Dschungelstadt, Seestadt, Wüstenstadt, Vulkanstadt. Und was ist so eine andere? Schneestadt, Eisstadt. Sie haben so viele Häuser auf dieser kleinen Insel gebaut. Ich war sehr traurig, dass die beiden Anführer von dem bösen Spiegel verführt wurden. Wenn ich da gedreht von einem Spiegel gesehen, ich habe nie einen Spiegel gesehen. Sie hat gesagt, dass da irgendein Machu ist, der gesagt hat, hey, wenn er uns den Mond, wenn er den Monster anschließt, dann ist das gut, aber keine Ahnung. Aber die Menschen neigen dazu, immer den einfacheren Weg zu wählen. Als ich ihre Schwäche sah, fühlte ich mich verpflichtet, sie wieder auf den richtigen Pfad zu bringen. Zurückzuführen, okay, von mir aus. Ja, und dass wir da den mächtigsten Zauber gefunden haben, das sprichst du nicht an. Wahrscheinlich, weil sie quasi neben dem Thema liegt und weil das unter Umständen ja gar nicht passiert ist, je nachdem, wie dass man das Spiel spielt.
So, und jetzt noch das letzte. Northwall. Und wird es jetzt eine Eisstadt? Das ist das letzte unserer Länder. Northwall. Ich hatte zuerst Bedenken, die Menschen in so einer kalten Gegend wohnen zu lassen. Aber hey, ich habe ein Schafsfeld gehen. Aber sie haben alle Probleme bewältigt. Einen riesigen Baum gefunden. Ihre Anführer haben ja gesagt, als sie die Buchstaben in dem Baumstamm fanden, wo mir gesagt hat, wie viele Buchstaben das da auch immer sie sind, da fühlten sie eine gewisse Sympathie zu denjenigen, die damals ihre Initialen dort eingeritzt haben oder einritzten. Ich glaube, die beiden waren in einem früheren Leben vielleicht, war in einem früheren Leben verliebt und dass sie hier wohnten, aber von den Monstern getötet wurden. Ich meine, sie werden sich auch jetzt erleben, da ist immer so, es ist immer ein Mann und eine Frau und das sind die ersten zwei und von dort entstehen die mehr Menschen, also gar nicht der Fuß, dass sie jetzt dann auch leben, oder ist da meistens eine Zwangsverbindung. Ihre Seelen sind in diesem Körper zurückgekehrt. Sollte diese Theorie stimmen, dann sind die beiden nach langer Zeit endlich wieder vereint. Das letzte sie? Oh nein. Obwohl sie sich wahrscheinlich nicht daran erinnern können. Ja. Ist die Geschichte doch trotzdem schön? Heißt es nicht trotzdem schön? Das zeigt doch, dass auch andere außer euch schwere Zeiten durchgemacht haben. Ja, furchtbar schwere Zeiten durchgemacht, bevor wir das Spiel angefangen haben. Sir Levia, warum sehen wir uns nicht noch einmal die Innenseite des Tempels an? Oh, und jetzt der Tempel der Spezialbehandlung über. Es ist keiner hier. Früher kamen die Menschen hierher, um eure Hilfe zu erbitten. Aber jetzt brauchen sie keine Hilfe mehr. Das heißt, ich habe meinen Job richtig gemacht. Sie sind nicht mehr auf mich angewiesen. Eigenständig. Aber die Menschen und ihre Länder entwickelten sich weiter und sie vergessen, wer ihnen geholfen hat. Aber die Menschen sind wohl am glücklichsten, wenn sie keine Hilfe mehr brauchen. Ja, dann können sie es wenigstens selber machen. Oder sollen wir uns nach einer Zeit... Sollen wir uns nach einer Zeit sehen, in der sie wieder unsere Hilfe brauchen? Mensch, sollen wir ein paar Monster machen? Wir brauchen jetzt wieder unsere Hilfe. Aber den wären wir ja nicht anders als die Tanzra. Nur halt, dass man das Leben lohnt. Ja. Ja, immer geschaut, ob der Kontinent nach irgendetwas Bestimmtem aussieht, aber ich will nichts erkennen. So, die Mannschaft von Actraiser. Damit fangen jetzt wohl die richtigen Credits an. Ja, das Musikstück kennt man ja von irgendwo her, oder? Zumindest der Anfang. Aber gut. Credits. Ja, was soll ich über Actraiser sagen? Jetzt nicht zum zweiten Mal Let's Play, wenn es mir nicht gefallen würde. Ist immer noch so einer von meinen Lieblings auf dem Super Nintendo. Und ja, auch wenn man es relativ schnell durch hat und es ist halt so eine. Es verändert sich jetzt nicht, wenn man quasi das Ganze nochmal durchspielt. Aber es hätte so ein bisschen den Super Ghouls and Ghost Charm, wenn ich das so sagen würde. Wo es einfach. Es ist schwierig und es ist jedes Mal, wenn man es wieder durchspielt, ist es immer noch ein bisschen schwierig. Und der Baby jetzt auch da genug mal gestorben, zum da merken. Ich denke, wenn man den. Gut, ich sage jetzt, man kann natürlich auf ein Level von einem Speedrunner gehen, wo es dann nicht mehr schwierig ist, aber. Ja, keine Ahnung. Ja, mir hat's gefallen. Speziellen Dank an. Wenn wir jetzt schon mit dem speziellen Dank sind, heißt das, dass es so ein kleines Team war. Das Spiel ist wirklich gut. So ein klein. Ich würde nicht vergessen sagen, aber so ein
Ja doch, ich sag vergessen. Ist ein bisschen vergessener Klassiker auf dem Super Nintendo, meiner Meinung nach. Man denkt sehr oft an die vielen Mario- und Zelda-Spiele. Und viel Zelda-Spiele kann ich nicht sagen. Aber ab Mario- und Zelda-Spiele und Metroid. Wo halt von Nintendo selber rausgekommen sind, garantiert auch die berühmteste auf der Plattform sind, aber. Ich meine, ActRaiser? ActRaiser ist. Keine Ahnung, wie soll ich sagen? ActRaiser ist gut. Es ist. Das Ende. Nein, es ist gut. Es lohnt sich. Es ist sicher ein Spiel, das sich lohnt, auf einem Super Nintendo zu haben. So. Und dann würde ich auch sagen, das ist das Ende auch für uns. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Let's Play auch wieder rein. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.